Mein Name ist Katharina Hölzle und ich leite das Fachgebiet IT-Entrepreneurship. Es ist heute entscheidender denn je, IT-Entrepreneurship systematisch zu untersuchen, zu verstehen und mitzugestalten. Als Fachgebiet adressieren wir interdisziplinäre Fragestellungen zur Nachhaltigkeit, Digitalisierung und dem Design digitaler Ökosysteme. Im Digital Entrepreneurship entwickeln wir neue Methoden und Instrumente für digitale Geschäftsmodelle. Wir unterstützen Gründer, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln und untersuchen an konkreten Projekten, wie diese auf Plattformen erfolgreich wachsen können. Im Themenfeld Digital Transformation untersuchen wir mit unserem vom Bundeswirtschaftsministerium finanzierten Drittmittelprojekt, wie sich kleine und mittelständische Unternehmen erfolgreich digitalisieren können. An konkreten Projekten, wie beispielsweise im Bosch Startup Harbor, untersuchen wir, wie Startups gemeinsam mit etablierten Unternehmen erfolgreich, zum Beispiel im Kontext des Internet of Things, zusammenarbeiten können. In unserer Arbeit ist es von zentraler Bedeutung, die Zusammenhänge zu erkennen. Von der Gründung über die Transformation hin zur digitalen Ökonomie. Als stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation analysiere ich gemeinsam mit meinen Kollegen das deutsche Innovationssystem und entwickle Handlungsempfehlungen. Diese werden in einem Gutachten jährlich der Bundesregierung übergeben. So haben wir als Gründungsforscher die Gelegenheit, aktiv das deutsche Gründungs- und Innovationssystem mitzugestalten. Als Fachgebiet verbinden wir Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft und tragen so zu einer nachhaltigen Gestaltung unserer digitalen Zukunft bei.